Wenn die Auerringer im Training über die Matte wirbeln, kommt man ins Staunen über die Vielseitigkeit dieser Athleten. Einer der Auerringer ist Jakob Barth. Und dem 14-Jährigen gelang Großes. Jakob Barth ist deutscher Meister in der B-Jugend. Erst habe ich mich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Und dann bin ich hingefahren und wollte eigentlich unter der ersten 6 kommen. Das war das Ziel. Und dann ist es halt so gut gelaufen, dass ich dann deutscher Meister geworden bin. In furiosen Vorkämpfen schaffte es Jakob bei der deutschen Meisterschaft in Herdecke im Freistilringkampf bis 58 Kilo in das Finale. Dieses konnte er tags darauf überlegen für sich entscheiden. Auf einen solchen Erfolg haben die Auer lange warten müssen, verrät Cheftrainer Björn Schöniger, der selbst im Jahr 2000 erfolgreich war und viele Jahre in der ersten Mannschaft aktiv war. An Jakob Barth gefällt dem Trainer, dass er fleißig und mit großem Willen trainiert. Seit 5 Jahren steht der junge Mann aus Schneeberg auf der Matte. Dass er Ringer wurde, hat er nie bereut. Na, es macht halt einfach Spaß zu kämpfen. So, sich einfach mal auszupowern und volle Leistung zu geben. Jakob Barth, deutscher Meister in seiner Klasse. Sein großes Ziel, einmal in der ersten Mannschaft der Ringer des FC Erzgebirge Aue zu kämpfen.